Hallo Freund des gepflegten Kartenrenns, hier ist wieder Oldies Katschop und wir haben das Starpack bekommen. Bei uns sind heute natürlich mal wieder unser allseits beliebter Kevin. Naja, beliebt. Also, und der Dani. Und die machen jetzt jeder so ein Ding auf und wir gucken mal, wer von beiden besser zieht. Und natürlich stellt sich vor allem die Frage, wer zieht mehr Terror-Tops? Das geht jetzt schon wieder los. Beziehungsweise zweite Frage, was sind Schurkprints? Beziehungsweise gibt es Schurkprints? Ja, deswegen machen wir gleich zwei auf, dann kann man, da haben wir gleich den Videobeweis. Ist zwar noch keine repräsentative Aussage dann, aber die Leute haben was zum Gucken, was sie sehr freuen wird. Und wir fangen schon mal mit einem angeblichen Schurkprint an, mit einem Schleim. Selber kommen, ne? Ja, ja. Dann kommen. Fantastisch. Ja, was für Super Heavy Samurai und Raiba Senju. Fantastisch. Das ist eine schöne Karte, weil der war damals in Secret Forces relativ selten. Der war damals Shotprint. Ja, hier. Ja, ja, ja. Und das ist schön, dass es ihn jetzt nochmal neu gibt. Leider halt nur in Kamen. Und im Stockholm. Ja. Und die Schließplatzversion nach dem schönen Superprint jetzt in hässlich Starfoil. Ja. Für alle, die es interessiert, das Starfoil ist im Prinzip wieder dieses. Diese kleinen Sterne, diese hässlichen Dinger. Da hätten sie ruhig wieder Shatterfoil nehmen können, wie beim letzten. Ja, das war gut. Das sah halt wenigstens so ein bisschen nach Dings aus, nach hier, ne? Dual Terminal, genau. Original King und Kamen. Super geil. Was aber eigentlich eine schöne Sache ist, weil der hat den Reprint auch dringend nötig gehabt. Der war ein bisschen zu teuer. Ja. Es spielt halt jetzt sowieso keiner mehr mit Zodiac, von daher ist das doch egal. Ja, aber auch die Zeit mit Zodiac wird vorbeigehen. Ja, ja, gut. So. Das ist was, was dich eigentlich ziemlich gestört haben wird. Ich hätte aber nächstes Mal einen Super Rare oder so bekommen können. Ja. Das muss sein, das darf ich. So, da haben wir nochmal ein Schleimchen. Du kannst ja dein Deck ein bisschen aufwerten. Ja, eben. Krass, ein Starfoil. Ja? Ja. Und ein Dreifach. Fantastisch. Nein. Oh ja, erklär mir, warum der Reprint gebraucht hat in Kamen. Weil er im Anime vorkam. Ja. Das sind eiserne Platten, die im Anime vorkam. Der hat doch schon einen Reprint bekommen in der LP16. Da brauchen nicht noch einen. Tja, Tadeus. Weil sie noch einen Platz füllen mussten. Ja, das glaube ich auch. Da hätten sie Kepler oder so nehmen können. Ach, den Kepler ist ja auch drin, oder? Wenn wir hier noch dran? Und vier der jährigen Karten. Glaube ich. Ja. Ragnarok, ach so. Und die rechte Hand? Der Kampfball ist natürlich ein sehr schöner Reprint, weil der ging als Super Rare auch 5 Euro. Ja, das stimmt. Das heißt, der hat es auch nötig gehabt. Und so ein Fun-Deck lässt sich natürlich drüber streiten, aber 5 Euro für so eine Karte, ja, das stimmt. Das ist schon etwas heftig. Ich fliege. Ehrlich gesagt kann ich mich an diesen legendären Fischer aus dem Anime gar nicht erinnern, also zumindest nicht an die Variante. Ich hab den Anime nicht gesehen. Ich hab ihn so weit auch nicht geguckt. Naja, es scheint ja aus diversen Animes zu sein, weil die wurde da eigentlich auch nicht gespielt. Aber den kennst du, oder? Ja? Den kennst du. Ja, natürlich, das ist ja. Die sind doch durch diese Dimension gereist, kann es nicht sein, dass das in dieser. Nicht, dass ich mich entsinnen kann, dass der dabei war. Hey Senju, hast du einen Terror-Top oder was? Fantastisch, genau. Ein Terror-Top. Kabel, geil. Feierlich. Ja, na, der wird trotzdem stabil so sein, eine 6 Euro wahrscheinlich gehen. Zurzeit gerade eher 10. Oh, naja. Ja. Wie viel geht der gerade super? Immer noch so 7, 8. Ja, also ich gehe davon aus, dass der sich zumindest am Anfang erstmal bei 6 einsetzt. Ist in Kraft halt nur Vorverkäufe. Richtig. Und wie üblich sind die dann immer etwas überteuert. Ja. Ich glaube auch, dass er noch sinkt. Deutlich. Speed Recovery! Fantastisch. Geil! Schuberta! Und noch ein Super Heavy Samurai Teil. Was natürlich relativ cool ist, ist, dass das Yosenju-Thema jetzt erschwinglicher geworden ist. Das ist halt ein schönes Einsteigerdeck, wer Bock drauf hat. Nee, Senjus. Oder wer scharf drauf hat. Ja, ja. Wer ganz scharf drauf ist, definitiv.
Das war auch ein Reprint. Der war nicht nötig. Nee. Ich weiß gar nicht, war hier auch der Löwe drin? Also ja. Nicht der Löwe, sondern der. Ja. Weil den hätten sie reinmachen können. Der kam wiederum im Dingsten auch nicht vor. Der war ja nur im Fusion Enforcers nicht drin, meine ich. Im Anime selber kam er, glaube ich, vor. Noch ein Tokyo Tombow, noch ein Tokyo Kaiser. Siehst du? Ja. Ah, das sind schon mal zwei in einem Display. Also ganz so schlimm scheint es dann um die doch nicht zu stehen. Ich habe halt schon einen Shadowfall. Also, ich denke auch, dass ich ja noch mal kriege. Die Sendschuh, mehr Snowstein kann man. Ist das nicht schön? Nein. Also doch, super schön, ja. Unglaublich schön. Er könnte mal ein Reprint bekommen als Ultimate Rare. Ja, na unbedingt. Genau, oder wenigstens super. Als könnten die Schleime eigentlich alle beide vertragen. Ja. Aber hey, ich warte auch schon ewig auf meinen ewigen finalen Totenbeschwörer in Super Rare. Mhm. Oder höher. Mehr Senju? Mehr Comments? Mehr Comments. Das ist doch drin. Hm? Ah, okay. Aber jetzt Phoenix. Bei dem wusste ich es jetzt nicht mehr. Es war definitiv noch irgendwie noch eine Fusion drin, aber ich wusste nicht mehr, ob es er war. Jawohl, Ragnarok. Ein Starfall. Das hat die Welt gebraucht. Na, ist doch schön, du kannst dein Deck endlich aufwerten. Endlich gibt es ihn auch in Holo. Ich glitter der. Ja. Mit Stern. Nein, danke. Dann doch lieber Goldjäger, ganz ehrlich. Ja, na, wie gesagt, der hat es wirklich nötig gehabt. So, noch ein Terror-Top in G-Foil. Ja, ich. Da mag ich ja lieber Goldjäger, ganz ehrlich. Nein. Doch. Nein. Doch. Also, dann würde ich lieber den Terrorkreisel in Kevin spielen. Ja, na, das definitiv. Das aber vor beiden. Sowohl vor Starfall als auch vor Goldjäger. Ja. Goldjäger. Ja, also schön, dass es hier natürlich ein paar gute Reprints gibt. Wer sich wundert, Taka Tomburg ist hier nicht mit drin, weil er im Anime nie vorkam. Richtig, deswegen steigt er auch gerade ein bisschen im Preis. Ja, aber bei dem wird es definitiv nicht so drastisch. Ja, weil man ihn nur einmal spielt. Eben. Und dann spielt ihn auch nicht jeder. Ja. Die True King Yang Things spielen ja sowieso eher auf Synchro und nehmen von daher den Würfel. Der ja hier, glaube ich, auch drin war. Der Würfel? Ja, ich glaube, ich hatte ihn schon. Der wurde auch Würfel? Ja. Nein, der war ja nicht mit dabei. Aber ich hatte auch sowas, glaube ich. Ja, na, irgendwie sowas war noch mit dabei. Ja, nee. Ach so. Ich glaube aber, den meinst du nicht, ne? Nee, das ist er nicht. Einander, ja. Oh, noch ein. Also, ich habe ein Playset hier drin jetzt gehabt. Mhm. Also, nicht mehr schockiert das. Nein. Der wird definitiv auf so 5, 6 Euro. Ach, ich würde sogar sagen, dass er noch billiger wird. Ja, na, am Anfang definitiv, aber da wird sich dann so einpendeln, außer halt die Liste sagt, er geht auf eben jene, dann wird er definitiv noch billiger. Bei Konami band ja lieber alle Karten drumherum als das eigentliche Problem. Von daher lieber Tarotop Friends. So, wir sind jetzt hier schon relativ gut durch, soweit. Habt ihr denn hier irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, Mensch, die werde ich jetzt, nachdem sie hier den Reprint erhalten haben, unbedingt spielen? Nein. Nein, da gibt es schönere Varianten. Jetzt haben wir auch mal den. Hast du den schon gehabt? Nein, ist übrigens auch nur in Starfall hier drin. Okay, na, also wird der halt also wäre das durchaus sein. Ja, naja, gut, war ja damals bei Emerald nicht anders. Und bei der Wolf, glaube ich, auch noch, ne? Beim Dark Rebellion XC Dragon, der war im Vorteil. Genau. Der Dire Wolf, doch, glaube ich, auch, oder? Ich glaube, ja. Kristallrose. Ja. Ach doch, habt ihr schon eins? Ja, na, hier liegt mindestens schon mal eine. Ich hab noch keine. Deswegen.
Ja, wie gesagt, es ist halt ganz okay, dass sie halt Öl bekommen haben, aber ich mag das Ranch. Ja, das tut niemand. Aber das richtet sich auch eher an die Kinder mit kleinem Taschengeld, dass die auch mal ein paar neue Karten kommen. Für die ist das in Ordnung, das ist richtig. Definitiv. Und ich meine gerade so, wenn man sich dann so das Yosenju baut, was hier ja im Prinzip komplett drin ist. Ja. Dann ist das schon mal nicht schlecht. Oder halt, man kommt an links ran, ne? Komplett ist es nicht drin. Da fehlt noch der ATK-Pusher, aber der kam halt neben Anime vor. Ja, und mein Gott, der ist auch plus Kamin. Ja. Also man kann es jetzt einheitlich spielen. Das ja, ist doch mal schön. Ja. Verdammt, jetzt bin ich raus. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich weiß es nicht mehr. Scheiß drauf. Ach ja, und wer so einen Terror-Top zieht, der freut sich natürlich auch. Und da freut man sich auch als kleines Kind bestimmt. Schlecht ist er nicht. Aber Kevin, willst du nicht sowas wie Diag in Kevin spielen? Das passt dann viel besser zu deinem Deck. Ich meine, du hast so wenig Rares drin. Aber nicht zum Extra-Deck. Im Extra-Deck hat alles ein Rare sozusagen. Ja, mindestens Rare, aber so vom gesamten Schema her hast du dann bloß Holos und Kevins drin. Nein, lieber nicht. Rare gefällt mir schon besser. Sie Na gut. Versuch was wert, dir das Ding schmackhaft zu machen. So, mal gucken, ob du noch dein Playset in Starfall voll kriegst. Beste Karte, bestes Artwork, so gut. Und man erkennt gewisse Ähnlichkeiten, also... Ach, beleidige doch den Performpoint nicht. Ja. Ja, doch, gewisse Ähnlichkeiten gibt's. Ich habe noch einen Terror-Top, ist ein Kammel. Naja. Fast das Playset sozusagen. Ja. Also im Prinzip kann der in Kamen genau dasselbe wie in Starfall, nur dass er besser aussieht. Also ich habe jetzt nicht einen in Starfall drin gehabt. Nicht drei. Ja. Zwei oder drei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon zwei hatte. Aber ist jetzt nicht ganz so wild, weil, wie gesagt... Also mein Playset hatte ich auf jeden Fall hier drin, halt nur keinen in Starfall. Und ich glaube, damit kann man gut leben. Das ist auch richtig. Da hat es unser Kevin gerade schon etwas schwerer. Er genießt das Aufmachen noch. Ja, er ist damit nicht so routiniert wie du. Na, ich will die Scheiße einfach nur hinter mir bringen. Hinter mich. Sag doch nicht sowas. So viel ist es doch gar nicht mehr. Das ist nur Englisch. Wir kriegen ja nochmal das Gleiche. Ja, eben. Ja, trotzdem ist das nicht viel. Wir hätten schon deutlich mehr. Ja, schon, aber... General Rate. Ja, ich meine, wenn es halt wenigstens ordentliche Raritäten wären, wenn die Karten wenigstens ordentlich anzuschauen wären, dann... Aber es sind nur 60 Karten, das heißt, es sortiert sich schneller. Nein, es sind 100 Karten. Nein. Ach, 50 waren sogar nur. Also theoretisch sind es 99 Karten. Ja, weil halt alles nochmal in hässlich drin ist, ja, aber... Letztes Pack! Noch mal ein legendärer Fischer zum Abschluss. Jetzt, ja, geil. Jetzt nimmt er die weg, wo ich noch mal rangezoomt habe. Ja. Schrecklich. Jetzt gucken, ob es wirklich nur zwei waren. Ja, es waren wirklich nur zwei. Ja. Hast du den gezogen? Ja, einmal. Jo, dann scheint der aber wirklich Schuttprint zu sein. Also scheinen wir hier quasi einen Schuttprint drin zu haben mit ihm. Ja. Was aber jetzt nicht wirklich verwunderlich ist, wenn es 50 Karten gibt, die quasi alle in hässlich drin sind, dann und der uns den nur in hässlich gibt, dann haut das schon hin, dass man da halt plus den irgendwo... Den gibt es aber auch in Ultimate. Also in, schön. Ja, natürlich, aber nicht hier drin. Das ist auch richtig. Den gibt es auch in Ultimate und in schön. Naja, Ultimate finden, ich weiß nicht. Na, ihn gibt's in Super, das macht, noch ihn gibt's in Super, das macht ihn im Prinzip schön. Ja. So, ja, wir geben euch dann noch ein kurzes Abschlussstatement, wenn wir die alle jetzt noch aufgemacht haben, was wir leider tun müssen. Ja. So, Donny Waldwasser-Landvoll, der hat schon gleich komplett getürmchend. Wie viele Terror-Tops hattest du? 12 in Starfall. 12 in hässlich also? Und wir hatten in Kamen 21. Hätte das nicht ein Missprint-Display-Case sein können? Alle Starfalls wären Ultimates.
Das wäre interessant gewesen. Dann gäbe es sogar hübsche Starfoils, ja? Nee, dann gäbe es sogar richtig hübsche Yuzenius. Ich finde es so. Achso, nee, die gab es in Secret bloß, ja. Secret ist hässlich, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, die Ausbeute ist für 10 Displays ganz okay, dass man halt 21 bis 12, 33 Tarotops haben. Woo! So. Ja, ansonsten, es sieht eigentlich alles relativ ausgeglichen aus. Das Einzige, Dani? Welcher? Von hier diesem Gay Foil Only, wie viel hat es denn davon? Das ist eine gute Frage, Tim. Fantastisch. Ja. Gut, da hätte ich jetzt auch selber nachgucken können. Ja. Das ist der Einzige, der ja so ziemlich wirklich... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück. Also auch mehr als ein Display. Ja, also wirklich Shortprint scheint es hier nicht zu geben. Wir werden es dann halt morgen eventuell sehen, falls morgen dann noch die anderen kommen. So, ich hoffe, das Opening hat euch gefallen. Die Zusatzinformationen, die ihr jetzt noch nachträglich nachgereicht habt, waren auch ganz, ganz knurke. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und see ya!